Herzlich willkommen mal wieder zu den Baufrom24 News. Wir haben die Nummer 40, kleines Jubiläum, und wir haben heute Dienstag, weil wir gestern nämlich in Kopenhagen waren. Wir waren, wie lange waren wir unterwegs? 18 Stunden? Ja, genau, und wir haben gedreht. 10 Minuten. So läuft das bei uns, ne? Und zwar haben wir euch das Video zum Mercedes Vision Urbanetic mitgebracht. Schönes Ding, interessantes Ding. Und ich habe den Kai Sieber wieder getroffen. Der ist nämlich Chefdesigner bei Mercedes-Benz Trucks und Bus. Und Smart macht er auch noch. Und sehr cooler Typ. Sehr angeregt schon mit unterhalten auf diversen Events. Und gestern hatte ich ihn vor der Kamera, weil ich gesagt habe, er kann ja am besten auch mal ein paar Sachen zu diesem Konzept mir erklären. Und gerade so dieser Designprozess. Aber der Dreh war tatsächlich ein bisschen aufregend, denn eigentlich hatten wir gar keinen Slot, um an das Fahrzeug zu kommen. Das heißt, wir haben dann zwischen verschiedenen Workshops, zwischen verschiedenen Vorträgen immer die Zeit genutzt, um dann peu à peu mal wieder 2 Minuten an dem Fahrzeug zu sein und das zu drehen für euch. Wie gesagt, ist heute online gegangen, blenden wir gerade oben ein. Guckt euch mal an. Aber vielleicht erzähle ich vorher noch mal, was uns heute erwartet. Ich habe auch wieder die Spendierhosen an. Es gibt wieder einen Bosch Akkuschrauber. Und letztens habe ich euch den gar nicht gezeigt. Vielleicht können sich die Leute gar nicht vorstellen, was wir mal hier so unters Volk schmeißen. Das ist ein Akkuschrauber, zweiter Akku, Ladegerät und so ein kleines Zubehörset mit Bohrern, Holzbohrer, HSS, Metallbohrer und Bits. Und das Ganze gibt's für lau. Auf Kosten des Hauses. Das ist übrigens auch nicht von Bosch gesponsert oder so, sondern den kaufe ich selber. Immer. Für euch. Ich könnte auch was anderes kaufen, aber eigentlich finde ich das immer ein schönes Geschenk. Den verschenke ich auch mal privat so, wenn Leute so einen Akkuschrauber noch nicht haben. Und es gibt ja auch noch den Gewinner der News Nummer 39, dazu aber auch später mehr. Ja, wir sind hier, wie man unschwer erkennen kann, in unserer neuen Werkstatt. Im Hintergrund läuft so ein alter Mann durch die Gegend. Das ist aber übrigens nicht Fritz. Ihr habt teilweise geschrieben, wir sollen mehr mit Fritz machen. Ich werde ihm das nochmal sagen. Vielleicht wird dann unser neuer Sidekick statt Andi die alte Säge, dann Fritz die alte Säge. Aber dann auch wirklich die alte Säge mit 82 oder so. Dann, was haben wir hier? Neues Accessoire für die neue Werkstatt, nämlich einen Kühlschrank. Und ich habe echt einen Brand hier. Ich greife da mal rein. Sieht gar nicht aus wie ein Kühlschrank, ne? Ja, kurze Zusammenfassung, was gab es die letzten beiden Wochen? Darius hilft mir auf die Sprünge. Wir hatten den neuen Mercedes-Benz Actros. Da sind wir an einem Samstag in der Früh nach Linte gefahren, in die Nähe von Berlin, und haben den neuen Actros gedreht, exklusiv, weil wir an dem eigentlichen Termin keine Zeit haben, weil da ja letzte Woche die Nordbau war. Der Actros war im Prinzip eher ein Facelift. Technik hat sich großartig nichts getan, also der Antriebsstrang ist eigentlich gleich geblieben, motorentechnisch etc. Aber wir haben ein digitales Cockpit, wir haben Mirrorcams, also Außenspiegel, weg, dafür Kameras und Displays an den A-Säulen. Dann gibt es noch Drive Assist, also schon autonomes Fahren in gewissen Grenzen. Und dann hat man diesen adaptiven Tempomaten, der das Geländeprofil aus den Navigationsdaten nutzt, um dann vorausschauend zu fahren, Schwung zu holen, frühzeitig abzubremsen, zu segeln, um dann zum Beispiel am Ortseingang direkt auch auf 50 zu sein, ohne die Bremse zu betätigen. Das haben sie ein bisschen optimiert und auch für Überlandfahrten, nicht nur für Autobahnen, mit reingebracht. Und das macht eine runde Sache. Und gedreht habe ich mit dem Dirk Stranz von Mercedes, den kennt ihr. Cooler Typ. Und der Dirk weiß unheimlich viel. Der kann dir kapitelweise zu allen möglichen Sachen was erzählen. Und da gab es jetzt wieder eine Bemerkung, auch bei den letzten Videos mit dem Dirk, dass ich den nicht ausreden lasse. Und neulich war ich mit jemandem unterwegs, da kam auch die Bemerkung, André, du lässt die Leute nicht ausreden. Und da muss ich ein bisschen schmunzeln, und die Leute, die das bei mir schneiden, der Darius, der weiß auch schon Bescheid, der nickt schon. Ihr wisst es ja nicht, weil ihr seid ja nicht beim Dreh dabei. Aber wenn ihr bei meinem Dreh dabei sein würdet, dann wüsstet ihr auch, warum das so ist. Nämlich diese Kollegen da vor der Kamera mit mir, die wissen natürlich
mega viel und die sind da total happy, dass sie das mal erzählen können und dann fangen die an und finden gar kein Ende. Und wenn ich da nicht mal dazwischen grätsche, dann wird das Video dreimal so lang dauern. Und deswegen nutze ich meine Rolle als aktiver Moderator und grätsche da zwischendurch mal da rein. Das ist nicht unhöflich gemeint und die Leute sind deswegen auch nicht böse mit mir. Also das mal als kleiner Hintergrund für unsere Stammzuschauer. Aber ich wette, demnächst wird es wieder die Kommentare geben von Leuten, die uns nicht kennen und diese News nicht gesehen haben. Das Actros-Video hat sehr gut performt. Wir hatten also nach ein paar Tagen schon die 100.000 geknackt. Es gab auch sehr viele Kommentare unter das Video, was mich auch sehr freut. Und viele fand ich ein bisschen komisch, dass so eine neue Technik, wie zum Beispiel jetzt mit den Mirrorcams, wird sofort schlecht geredet, ohne dass die Leute ja überhaupt die Möglichkeit hatten, weil das Ding ist ja noch neu, sowas mal selber zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Und da habe ich nachher am Ende der News auch eine Frage der Woche, die so in die Richtung geht. Dann waren wir ja bei Dummtüch und haben das Drag Race, den G63 AMG gegen den Setra 215 gezeigt. Scheiße, was ist denn da los? Das Video kam auch relativ gut an und ich fand es auch lustig. Und da gab es auch welche, die haben nicht so viel Spaß verstanden. Die haben uns dann erstmal erklärt, dass wir das ja alles falsch gemacht haben. Aber es geht natürlich da auch so ein bisschen so in den Fun an der Sache. Aber die Jungs von Dummtüch und ich, wir haben schon überlegt, was wir als nächstes so machen können. Wir haben schon ein paar Ideen, aber mal gucken, wann wir die realisieren. Wir sind ja quasi Nachbarn und da wird sich das ein oder andere Stelldichein sicherlich neu ergeben. Werkzeugtechnisch ist leider ein bisschen mau momentan, aber ihr seht ja gerade, was hier abgeht. Ich habe mich eigentlich auch jetzt entschieden, dass ich nicht nochmal in die alte Werkstatt gehe, weil die auch mit der Kameratechnik quasi schon abgebaut ist und da müssten wir das wieder neu einrichten und da habe ich eigentlich keinen Bock zu. Ich möchte jetzt eigentlich die Energie und die Zeit, die uns bleibt, nutzen, um das Ding hier relativ schnell drehfertig zu bekommen. Und dann können wir loslegen. Und wie ihr seht, hat sich ein bisschen was getan im Vergleich zu den letzten News. Der Max baut schon oder fängt schon an, die Unterschränke zu bauen, den Korpus schon angefangen. Dann streichen wir diese Woche noch die Decke, die wird schwarz gestrichen. Die hat es auch mal ein bisschen nötig und ja, die Fenster haben wir zugemacht. Da wollten wir das eigentlich komplett dicht machen, aber das lassen wir jetzt noch mit der Ventilation, dass wir da keine Probleme mit dem Taupunkt bekommen. Diesen Freitag und Samstag werden wir da diese Wand und die Ecke mit Klinker verblenden. Komm mal eben mit, da hatte ich ja die Idee, da so antike Klinker zu nehmen. Jetzt habe ich hier was gekauft und liefern lassen. Das sind nämlich knapp 3,5 Tonnen Klinker. So sieht das aus. Der ist wahrscheinlich, weiß ich, 100 Jahre alt oder so. Und ich habe mich so ein bisschen gewundert. Man wird ja denken, das ist irgendwie Bauschutt oder so. Aber du zahlst für so ein Klinkerstück ungefähr 1 Euro netto. Also, ne? Vielleicht ist das nur eine Geschäftsidee. Alte Bruchbuden abreißen und die Baustoffe verkaufen. So, dann ist der Kollege Max Leser. Du bist auch schon hier am Start. Ne? Erzähl mal, gibt es ein Update? Oder erzähl mal ein Update. Ja, wir haben jetzt erstmal viel Material besorgt. Die Arbeitsplatten haben wir besorgt. Wir haben ja im Prinzip so Teils von unseren Werkzeugen haben wir hier irgendwie rüber geschafft, um damit zu arbeiten. Aber wir haben schon so ein Halbsystem, mal gerade so ein temporäres System, weil der Schrank, ja, kommt der weg? Wissen wir noch nicht, ne? Mhm. Auf jeden Fall wird es ja noch richtige Schränke geben, aber wir haben schon mal alles schön eingepackt hier. Genau. Wir haben was Neues, ne? Nämlich eine Akkutauchsäge, genau, von Makita haben wir uns gekauft und dann so einen Bürstenschleifer. Weil wir so ein bisschen mit den Oberflächen auch experimentieren wollen. Genau, und wir hatten euch ja gesagt, dass wir im Prinzip hier USB-Plattenverbot haben in der Werkstatt, ne? Ja. Also so halb. Also ich sag mal, die Schränke, so Korpus und so, wollen wir mit USB machen. Genau. Aber Fronten, Rauspund, ne? Ja. Und auch die ganze Wand, wo wir auch French Glied dran machen, auch ein Rauspund. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir es, dass es so von der Optik einfach cool aussieht. Und da haben wir jetzt verschiedene Sachen. Erstmal haben wir einen Neuzugang hier, nämlich ein Festool HL850EB. So ein schöner Elektrohandhobel. Und das Besondere bei dem Gerät ist, der hat auswechselbare Hobelwellen. Also jetzt ist hier quasi Standardwelle drauf, ne?
Ja. Aber du kannst verschiedene Wellen, zum Beispiel einmal hast du so eine Achsschlagoptik, dann hast du ein, ja, das sieht man jetzt hier nicht mehr so ohne weiteres, weil das kreuz und quer ist, aber du hast so ein Riffelmuster, genau. so ein Rillenmuster. Und unsere Idee war, dass wir quasi so eine Achsschlagoptik machen, die wir dann auch noch bürsten und eventuell ein bisschen beizen, dass dem Ganzen so eine gewisse Patina zukommt. Hier haben wir das mal mit der Achsschlagoptik gemacht, was eigentlich cool aussieht, aber du hast hier Übergänge und dann kannst du French Lead eigentlich vergessen, genau. Weil du keine glatte Fläche mehr hast, ne? Eine Ebene. Und was war das? Das war eigentlich, glaube ich, so ein Favorite jetzt für unsere Schubladenfronten. Ne? Genau, ja, richtig. Ist halt auch immer dieser andere Messerwelle mit den etwas breiteren Riffeln. Und da habe ich auch halt auch ganz normal kreuz und quer einfach drüber gefahren. Und hier oben ist halt einmal nochmal mit der Makita Bürstmaschine einfach nochmal drüber gebürstet worden. Mit Messing, ne? Mit Messing, genau. Ja, Messingbürste. Und dann einfach nachher nochmal anschließend gebeizt. Genau. Das ist jetzt gebeizt, das wird ja auch nochmal geölt. Ja. Aber es sieht irgendwie schon cool aus. Und dann haben wir noch weiter probiert, dann haben wir geflammt. Das ist einmal geflammt und einmal gebeizt, ne? Oder komplett geflammt? Ne, nur so stellenweise so, ne? Ja. Das ist ja komplett vollflächig, wurde das ja richtig runtergebrannt und dann auch nochmal gebürstet, damit die Schlacke weg ist. Und hier sind wir eigentlich so, wo wir hinwollen. Ja. Hier haben wir stellenweise ein bisschen geflammt, plus gebeizt, aber nicht gebürstet, ne? Nicht gebürstet, nein. So, und das würden wir wahrscheinlich auch nochmal ölen, oder? Ja. Klar. Also, weil Beizen ist jetzt kein Oberflächenschutz, ist ja nur die Optik. Ja, und dann kommt das Ganze hier so vor, wird relativ dunkel natürlich werden, aber normalerweise würde ich sagen zu dunkel, aber wir machen ja ordentlich Licht rein. Ne? Von daher wird es kein Problem sein, denn wir kriegen Licht von vorne, direkt quasi als Studio-Set, aber auch von oben kommt noch was. Das hier ist quasi unser Küchenblock, 240 mal. Ist er 240 oder 260? Ne, 240 mal 120. 240 mal 120 wird dann mobil. Ich habe das bei Instagram gepostet und da habe ich euch auch gefragt, was ihr meinten würdet von der Größe her. Und die meisten meinten auch 240 mal 120. Passt dann auch, hier kannst du alles drauf machen. Und schön ist ja, dass wir tatsächlich mal unser Werkzeug auch artgerecht einsetzen können. Wir haben ja zum Beispiel noch die Erika, die wir ja nochmal auch betesten, aber die ist jetzt gerade auch schon mal im Einsatz, ja. Und jetzt haben wir auch gerade noch mal die CS70 von Festool damit zugenommen, die ja auch den Schiebetisch hier als Option hat, und da fangen wir jetzt auch noch mal an zu sägen. Also wir sind ja gerade mal angefangen mit der Sägerei, ne? Ja. Weil wie gesagt, wir haben ja auch schon hier einiges weggeräumt, wir mussten entsorgen, aufräumen, Elektrik muss auch noch gelegt werden. Wenn unter euch ein Elektriker ist, der uns vielleicht noch mal supporten kann, gerne, weil wir müssen jetzt ja auch noch ein bisschen elektrisch was machen und Drehstrom. Steckdose will ich auch nochmal verlegen. Am Freitag, Samstag kommt jetzt der Timo und hilft uns bei dem Mauerwerk. Und ja, Elektro ist dann noch eine Sache. Ich habe mir jetzt auch zeitgenössische Schalter und Steckdosen aus Bakelit besorgt. Denn wenn ich mir vorstelle, du hast diese ganze Wand und dann ist da irgendwie so ein neuer Kabelkanal oder weiße Steckdosen oder schwarze neue Steckdosen. Ich finde, das passt irgendwie nicht so. Deswegen, die Burschen hier sind tatsächlich aus Bakelit. Ich glaube, fallen lassen ist keine gute Idee. Wie sieht es denn aus? Unser Plan ist jetzt momentan, die Rückwand zu machen, dann die Schränke zu bauen, dann die Arbeitsplatten. Arbeitsplatten haben wir auch schon. Wir haben insgesamt rund 16,5 Quadratmeter Arbeitsplatte, 40er Eiche. Da geht einiges. Das werden wir auch noch mal ein bisschen Oberflächen behandeln, ölen, beizen. Wir schauen mal, dass es auch so ein bisschen so eine Patina kriegt. In den News Nummer 39 hatten wir ja keine Frage der Woche im eigentlichen Sinne. Ich habe euch geschrieben, ihr sollt mir einfach mal Fragen stellen. Deshalb schnappe ich mir jetzt mal mein Handy. Jo, hallo André, bitte mach endlich wieder Werkzeugtest. Ja. Machen wir ja, wenn wir die Zeit dazu haben. Aber momentan sind wir einfach hier mit diesen Projekten, Werkstattumbau, komplett belegt. Der Max hat ja auch ein paar Sachen gemacht. Power Shootout, Max, ne? Ja. Ja, war auch, weiß nicht, locker eine Woche. Wie weit ist es eigentlich im Schnitt? Das ist eigentlich relativ fertig, aber es fehlen noch ein paar Animationen der technischen Daten, ne? Auswertung. Die Leute ahnen nicht, was das für ein Aufwand ist. Und wir können ja nicht mal eben so ein Video machen.
sowas wie gestern in Kopenhagen, Viertelstunde gedreht, so ist ja schnell gemacht, aber Werkzeugtest ist wirklich andere Baustelle. Aber es kommt natürlich wieder, weil letztendlich machen wir die Werkstatt für dieses Format. Ne? Wann kommt das Video mit Dumm Tüch? Ja, das ist ja schon auf Sendung. Da wird es noch ein zweites geben, oder? Bei Dumm Tüch? Genau, von Dumm Tüch. Wir haben ja mit den Jungs auch so ein bisschen mal gequatscht. Und das machen wir auch noch als Video. Das war nämlich auch ganz interessant. Die haben, haben mir mal so ein bisschen so eine Roomtour gemacht. Ich habe mir mal ein paar Autos von denen angeguckt. Aber wie, ja, ist sie da so? Wir sind jetzt gleich auf dem Weg nach Nürnberg, Galabau. Dann haben wir schon wieder Galabau-Material. Das muss schon wieder geschnitten werden. Wenn es passt, dann passt, oder? Genau, wenn es passt, dann passt. Also. Dann fragt der Moritz Klü, gibt es auch nochmal Tests bzw. einen Fahrbericht zu Traktoren? Du hattest ja mal was an der Agritechnica gesagt. Ich hatte mit zum Beispiel New Holland mal gequatscht, ob die nicht mal Bock hätten, mich mal einzuladen oder mal was möglich zu machen. Aber da kam nie wieder eine Reaktion. Und von daher bin ich natürlich auch dann immer auf die Kooperation mit den Herstellern angewiesen. Max, für dich eine Frage. Du sollst mal Black & Decker testen. Und Glückwunsch, dass du bei uns bist. Ja, dann wird's Zeit, ne? Ja, Glückwunsch, ne? Dann teste doch mal akkubetriebene Gartengeräte wie Heckenscheren oder so. Also akkubetriebene Gartengeräte, ich würde mal sagen, Gartensaison ist eigentlich eher zu Ende. Wir haben noch die Kettensägen, mit denen wollen wir noch ins Holz gehen. Ja, und Heckenscheren, ja, kann man mal machen, ne? Aber wie gesagt, was soll ich euch jetzt versprechen? Wir müssen ja erstmal die Liste abarbeiten. So, dann Zero for Life. Ich muss leider sagen, dass viele auf das Hilti-Video warten und das Power-Shootout. Ja, ist im Prinzip ähnlich, habe ich ja gerade schon gesagt. Wir wissen nicht, wo wir es noch dazwischen kriegen können. Und wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier drehfertig sind Ende Oktober, Anfang November. So, jetzt hat noch jemand Frage zu den Kompressoren, die hier hinten stehen. Ja, wird es dann auch eine Info zu geben. Fahr der Woche L-Box oder Systena? Was ist deine? Systena wäre jetzt mein Favorit. Warum? Ja, ich habe erstmal die meiste Erfahrung einfach mit Systena jetzt gemacht, mit den L-Boxen. Weil wir hatten auf der Arbeit nicht so wirklich. Und habe ich auch privat zu Hause, ich habe immer die Systena. Was willst du denn sagen? Ja, L-Boxen sind halt verbreiteter, ne? Mhm. Aber Systena finde ich auch gut. Was ich ein bisschen abtörner finde, sind diese MacPacks von Makita. Mit diesen Verschlüssen. Ach so. Weil die sind so fuddelig, die lösen sich dann schnell irgendwie. Oder die sind auch richtig schwergängig teilweise. Ja, das meine ich auch. Und du kannst die auch quasi raushebeln und dann fallen die ab. Dann musst du die wieder reinfummeln. Also insgesamt finde ich die von Fein am besten. Weil die haben ein schönes Hartschaum-Inlay. Okay. Die haben diese Metallbügelverschlüsse. Die sind, weiß ich, die kannst du schön tragen. Frage: Seit wann ist Let's Bastel bei euch? Das letzte Basteltierchen, das ist schon wieder ausgezogen. Das wohnte nur eine Woche hier. Frage der Woche, wird die neue Werkstatt nur mit einem Ofen beheizt oder habt ihr noch anderes vor? Nicht, dass nachher keine Werkzeugtests mehr kommen, weil ihr im Winter Frostbeulen bekommt. Ja, wir werden einen Werkstattofen dort in die Ecke bauen. Das ist unser Plan. Wir haben ja auch noch einen Anschluss an die normale Heizung. Wollen wir aber eigentlich hier nicht nutzen. Das Ding ist auch hier nicht so super isoliert. Das Dach ist tatsächlich isoliert, aber der Rest nicht so. Ich denke mal, das ist auch ganz gemütlich, wenn man hier so einen schönen Werkstattofen hat. Was motiviert dich, den Kanal immer weiter voranzubringen und auszubauen? Ständig tingelst du durch die Lande, um für uns Videos zu drehen, Vergleichstests durchzuführen oder Werksbesuche zu machen. Das Pensum, das du und dein Team dabei runterreißt, ist echt erstaunlich. Zusätzlich noch eine Idee, wenn die TKS-Tests endlich alle abgedreht und abgeschlossen sind, wie wäre es mal mit Kapp und Zug bzw. Panelsäge im Vergleich? Ich hatte ja Anfang des Jahres mal geschrieben, was interessiert euch noch? Da hatten einige geschrieben Schlagschrauber. Schlagschrauber haben wir hier schon ein paar im Regal stehen und wir haben auch schon mal darüber diskutiert, wie wir es machen. Ja. Also nicht vor... Weiß ich nicht. Es kommen ja auch immer Sachen mal dazwischen. Und das ist ja nicht so, weil wir irgendwie rumpimmeln würden, sondern da kommt auf einmal ein Kunde, der ruft uns an und sagt, André, wir haben da einen coolen Job, könnt ihr 3 Tage dann und dann drehen? Und dann ist der Kunde König natürlich, weil damit verdienen wir auch Geld, damit die beiden Burschen hier auch Geld verdienen. Das muss ja auch sein. Ich weiß, ihr macht das mit Liebe, aber nicht nur aus Liebe. Ja, und von daher... Ich meine, die Frage hier, was motiviert dich, den Kanal voranzubringen? Ja, einfach was Cooles zu machen.
dann, was immer motiviert, sind eure Kommentare. Manchmal hast du echt wenig Bock, irgendwie jetzt noch einen Test abzudrehen oder so. Oder weil du einfach viel zu tun hast, du hast viel um die Ohren und dann liest du wieder Kommentare und dann sieht man auch, was weiß ich, dann sind dann 100.000 Zuschauer, denen man ja offensichtlich Mehrwert liefert und eine schöne Zeit beschert. So, welchen Akkuschlagschrauber kannst du im High-End-Bereich empfehlen? Bisher keinen, weil wir die noch nicht getestet haben. Zur Werkstatt, plant ihr Schränke mit Auszügen für Systeme und L-Boxen oder verschwindet bei euch alles hinter Türen? Meine Präferenz ist eher, dass wir keine Schränke mit Auszügen für L-Boxen machen oder die Systeme, sondern eher, dass wir halt Schränke machen, wo die Maschinen so ihren Platz haben, ja. Weil wir brauchen ja die Maschinen nicht mobil. Die sind ja wirklich hier stationär und... Servus René, ja, dieser Verlust schmerzt. Er meint den G63, aber ich heiße nicht René. Dann Frage der Woche, wird der große Tischkreissägentest eigentlich noch zu Ende gedreht, gezeigt? Mir war so, als wenn die GTS 10 XC noch fehlt. Ja, natürlich wird er zu Ende gedreht. Was denkt ihr, was die Werkstatt ungefähr kosten wird? Und wird die auch vom Nachbarn genutzt? Grundsätzlich nutzen wir die eigentlich nur, aber wenn ein Nachbar natürlich vielleicht mal nett fragt, darf er hier mal rein. Ja, was denkt ihr, was die Werkstatt ungefähr kosten wird? Also es ist schon ein bisschen Geld. Ja. Also die Arbeitsplatten, 2.000 Euro, 1.200 für die Klinker, Kleinkram, Farbe, Installationsmaterial, generell Holz. Also ich würde mal sagen, wenn wir fertig sind, so vom Einbau, von der Installation, rein Material, um die 5.000 Euro, rechne ich jetzt mal. Die ganze Studiotechnik, da kannst du nochmal 10.000 Euro draufrechnen. Ja, und dann Arbeitszeit, ne? Also das darf man nicht vergessen. Frage, hat der Fritz die M14 Linksgewindeschraube gefunden? Ja, dann nicht. Hat er nicht einfach nur einen Gewindeschneider gesucht? Ja, der hat einen Gewindeschneider gesucht, hat auch einen mitgebracht. Und der sagt, kann man wieder. Und dann gefragt, und passt alles? Sagt er, nee, war verkehrt. Und so, dann schreibt noch jemand hier, ob wir auch Filme machen über den Ausbau. Irgendwo steht hier eine Kamera auf dem Stativ. Wir filmen auch nebenbei so ein bisschen oder... Max lässt mal die Kamera laufen. Frage der Woche, wie viel hast du schon für Werkzeug in deinem Leben ausgegeben? Wie viel hast du für die letzte Werkstatt ausgegeben? Kann ich nicht sagen. Wird viel Geld sein? Frage der Woche, wenn man eine Möglichkeit hat, Werkstatt lieber in den Keller oder Garage? Ich würde immer Garage nehmen. Einfach Zugänglichkeit. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich heller. Du hast mehr Luft. Ja. Und auch die Schlepperei. Frage der Woche, welche Baumaschine fährst du am liebsten? Große Bagger finde ich immer ganz cool. Also richtig große Bagger, über 100 Tonnen. Alles mal ganz, ganz nett. Was wird der Nachfolger vom G63? Schon was geplant? Nee, könnte was in Richtung Porsche oder Audi sein. Aber noch nichts Definitives, weil ich jetzt auch gar keine Zeit habe gerade für einen Test. So, dann fragt noch jemand, ich hoffe, es gibt mal wieder etwas zu Motorrädern und eventuell auch E-Bikes. Motorräder, ja, guck. Also Motorrad fahre ich ja gerne und da war ja die Zero, war ja mal so ein Sidekick, einfach mal, weil ich erzählen wollte, wie ich es erlebt habe. Wir sind ja kein Motorradkanal, vielleicht habe ich mal wieder ein Motorrad, dann gibt es mal wieder was zu sehen. Dann macht ihr im Anschluss noch mehr Tests von Akkugeräten, Bohrhämmer, Winkelschleife und dergleichen. Ja, auf jeden Fall. So, dann warnt noch jemand von wegen hier Schreiner und Metallecke, von wegen Feuergefahr. Da vorne wird die Metallecke, aber das ist eher so die Schrauberecke, wenn ich zum Beispiel am Motorrad schraube oder was fürs Auto mache oder irgendwas. Und das ist mehr so die Holzecke. Ich will da jetzt nicht mit Schweißbrennern und Schweißgeräten rumbraten. Dann nette Frage, wie viel hast du eigentlich insgesamt für Benzin für den G63 ausgegeben? Ich habe mal nachgeguckt, ungefähr 2.300 Euro. Wie habt ihr das mit der Beleuchtung in der Werkstatt vor? Wollt ihr LED-Panels verwenden oder habt ihr da eine andere Idee? Die derzeitige Planung ist LED-Panels an die Decke, trotzdem noch Filmbeleuchtung, Studiobeleuchtung an einer Traverse, die hier so reinkommt, wo auch Kameras noch hängen und so. Und dann wollen wir auch noch so ein bisschen Akzentbeleuchtung machen, vielleicht auch was Indirektes mit LED, was man so moodmäßig auch einstellen kann. Da sind wir noch nicht durch. Dann nächste Frage, könntest du mal was mit Engelbert Strauß machen? Jo. Da bist du direkt für, ne? Ja. Hier mit deinem Vogel da. Tja, weiß ich, könnten wir machen, wenn Engelbert Strauß was mit uns machen wollte. Gerne, aber ansonsten bin ich da jetzt nicht proaktiv dran. Frage der Woche, werdet ihr in der Werkstatt auch mal Projekte machen? Zum Beispiel wie Let's Bastel einen Tisch bauen. Ich finde es geil, dass ihr so coole Sachen macht. Macht weiter so schöne Grüße. Eigentlich nicht.
sondern eigentlich sage ich, Projekte machen andere. Es gibt DIY-Channels wie Sand am Meer und da muss ich nicht noch einen aufmachen. Aber der Kollege hier steht ja auch hier, weil wir A, das ganze Thema ausbauen wollen und einfach mehr Content generieren. Und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht das ein oder andere, wie zum Beispiel diesen Hobel mit diesen Strukturhobelwellen, dass wir zum Beispiel da mal so einen Gartentisch bauen in so einer Achsschlagoptik. Das heißt, wir testen das Gerät, aber statt einfach irgendwie eine Bohle da lang zu hobeln, bauen wir vielleicht mal was, wenn es die Zeit zulässt. Ne? Ja. Fall der Woche. Gibt es künftig mehr Projekte und Videos zusammen mit Let's Bastel und Andis Werkstatt? Mit Michael mache ich ja so gesehen keine Videos mehr, weil der letzte Test, den wir hatten, war das Review der Hobelmaschinen. Und da braucht ihr nur in die Kommentare zu schauen und dann wisst ihr eigentlich Bescheid. Das ist auch nicht Michaels Ding. Produkttests hat Michael gar keinen Bock drauf. Ich bin aber mit Michael jetzt nicht hier so oder so. Bei Andi sieht es ja ein bisschen anders aus. Mit dem habe ich ja Tischkreissägen-Tests gemacht, die jetzt hoffentlich im Winter oder im Herbst auch weitergehen. Frage der Woche, wie bekommst du das immer hin, bei all deinen Terminen pünktlich zu sein? Zeitplanung, Kalender, Wecker. Wie viel Quadratmeter hat die neue Werkstatt? Die neue Werkstatt hat laut Aussage des Kollegen 63 Quadratmeter. Frage der Woche, wie viele Personen arbeiten denn hinter der Kamera? Festes Team sind wir für Kamera ja derzeit 4 und teilweise haben wir ja noch Freelancer, ne? André zum Beispiel ist oft dabei. Was genau wird der neue Max denn eigentlich machen? Nur das Testen an sich, also die Fleißarbeit quasi oder auch eigene Testvideos moderieren? Ich denke, der damit verbundene höhere Output würde nicht nur darüber hinwegtrösten, dass es nicht immer der Brockschmidt himself vor der Kamera ist. Wenn du mal groß bist, moderierst du auch mal alleine. Genau. Aber momentan soll es wirklich so sein, dass Max mich unterstützt. Auch in der Planung. Es ist ja nicht nur damit getan, dass man hier steht, sondern Planung, Recherche, Konzeption vom Test. Welches ist der beste Helfer in der Werkstatt? Ja, vielleicht der Croc-Lock da vorne. Dann Frage, bleibst du lieber einer Marke treu, Makita, Bosch, Festool, Muffel, bla bla bla, oder holst du dir von jeder Marke das Beste? Also ich bin nicht Markenfetischist, ich habe verschiedene Marken hier und von jeder Marke nur das Beste würde ich auch nicht sagen. Da ist immer noch die Frage, was ist das Beste? Ja, du kriegst halt auch nicht alles von jeder Marke, also ich bin da immer relativ offen. Könnt ihr die Werkstatt etwas genauer beschreiben, also wo was hinkommt, wäre nett. Machen wir? Wenn wir weiter sind. Frage der Woche, testet ihr noch MAN-LKWs? Schwierig derzeit, weil wir mit MAN irgendwie nicht mehr so einen guten Draht haben. Wir wurden früher mal eingeladen zu eventuellen Tests und Fahrpräsentationen, aber irgendwie hören wir von denen gar nichts mehr. Frage der Woche, bist du Truppes Coach? Naja, sagen wir mal so, wir unterhalten uns öfter mal und haben uns schon mal gegenseitig gecoacht mit ein paar Ideen. Werdet ihr die neue Milwaukee Akkukreissäge noch gedauert testen? Ja, definitiv, wenn wir das Gerät kriegen. Oh, Frage der Woche. Wie sah Max sein Gesellenstück aus? Würde mich in der Lehre interessieren. Du hast einen Schreibtisch gemacht, ne? Mhm. Blenden wir ein. Was benutzt ihr am liebsten? Maßband oder Zollstock? Zollstock. Ja? Ich bin der Maßband-Typ. Ja? Ja. Das waren die Fragen, aber wir haben ja auch letzte Woche noch die Nordbau gemacht und da waren wir mit dem Herrn Kollegen Krämer unterwegs und haben so ein bisschen um das Thema Bauberufe uns gekümmert. Das hatten wir euch auch angekündigt. Wir waren hier im Ausbildungszentrum Ahrensböck, blenden wir auch gerade noch mal oben ein. Und ja, da wird demnächst noch ein schöner Film kommen über unsere Aktion auf der Nordbau. Wir hatten auf jeden Fall megamäßig Spaß. Wir hatten so 3 Challenges, wir sind mit dem Stampfer rumgekurvt, dann hatten wir mit dem Bagger haben wir was gemacht, eine Challenge. Und dann waren wir bei den Dachdeckern, mussten auf so ein Gerüst über den Balken klettern und dann 3 Schrauben auf Speed mit dem Akkuschrauber reinwemsen. Herr Krämer und ich, wir haben uns ganz gut geschlagen, glaube ich. Ich habe da eine Bestzeit vorgelegt, wir haben selbst den Dachdeckermeister vor Ort, haben wir geschlagen. Und dann, der Krämer ist ja ein Kämpfertyp, ne? Der Krämer kann auch nicht verlieren. Und dann macht der Lumpsack 28 Sekunden oder so, ne? Ja. Wahnsinn. Also das war schon echt geil. Wir hatten auch richtig Spaß. Den kompletten Film seht ihr dann demnächst bei uns. Dann habe ich noch einen anderen YouTuber getroffen auf der Nordbau, nämlich den Gio. Der hat einen Kanal, der Macker mit dem Bagger. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also ein ganz netter Typ. Und der hat immer einen Spruch auf Lager. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, was hast du eigentlich mal als Kind gefrühstückt? Und da hat er gesagt, ja, er hat auch mal Stand-Up-Comedy
auf der Reeperbahn gemacht. Mit dem haben wir auch noch ein kleines Interview gemacht oder einen kleinen Real Talk, einen kleinen Plausch. Zeigen wir euch auch demnächst auf unserem Rundgang über den Nordbau, weil ich habe ja auch nochmal einen Rundgang über die Messe gemacht. Wir haben auch noch ein paar Einzelbeiträge über gewisse Maschinen. Die gibt es dann bei uns auf dem Portal zu sehen, die gibt es nicht auf dem YouTube-Channel. Und ich war neulich neu im Steinbruch, da habe ich mir so ein paar Maschinen angeguckt. Das Video wird es wohl nächste Woche zu sehen geben. War aber sehr interessant, ich habe den größten Hydraulikhammer der Welt bedient. Nicht unbedingt fachmännisch, aber eindrucksvoll. Und ich habe auch noch einen Gewinner, nämlich der Gewinner des Akkuschraubers ist der liebe Zuschauer Helmut. Helmut, du meldest dich an die Redaktion, dann schicken wir das Ding zu und wir verlosen wieder einen, diesen netten Kollegen hier. Und die Frage der News Nummer 40 lautet nämlich, wenn ihr über das Thema moderne Technik nachdenkt, ich habe unheimlich viele kritische Kommentare zum neuen Actros gelesen über das neue Mirrorcam-System und es wäre alles Mist und wenn die Technik ausfällt und nur Probleme und alles unnötig. Und da kam mir so die Idee, wie steht ihr eigentlich zur moderner Technik so? Sei es jetzt bei Autos, sei es bei Maschinen, seid ihr da technikaffin und sagt, okay, coole Sache, gucke ich mir mal an und nehme das erstmal unvoreingenommen, ob es Nutzen bringt. Oder seid ihr eher so ablehnend und alles beim Alten und eher so die konservative Fraktion? Und schreibt mir auch mal eure Erfahrung. Vielleicht habt ihr mal ein Auto gehabt, was ganz toll mit Technik voll war und dann nur in der Werkstatt stand. Oder vielleicht sagt ihr so wie ich, viel Technik im Auto, aber eigentlich keine Probleme, sondern ich finde das gut. Schreibt sie mir mal unter das Video in eure Kommentare unter Hashtag FDW und dann suche ich mir wieder einen raus. Die nächsten News gibt es dann in 2 Wochen, Montag oder Dienstag. Mal gucken, wo wir dann sind. Und jetzt müssen wir los. Wir müssen nämlich in den nächsten 5 Stunden in Nürnberg sein. Morgen ist Galabau, gucken wir uns auch mal ordentlich um, was es dort so gibt. Und dann hören wir uns in diesem Sinne. Tschüss.